Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Ground. In der letzten Folge haben wir diesen Typen da drüben kennenlernen dürfen, der einen Schlüssel hat, den wir dann schätzungsweise brauchen. Das ist der Schlüssel, nach dem ich schon so lange gesucht habe. Ja, habe ich das gerade gesagt? Gerade gesagt, der will uns den aber nicht so wirklich geben, weil er aus unbekannten Gründen noch lebt und deswegen werden wir ihm mal schätzungsweise einen Stromschlag verpassen, indem wir hier ein wenig elementasteriöse Kombonasitäre masutanische, instrumentale, satanistische Dinge vollziehen. Und zwar haben wir gelernt, dass Feuer besteht aus... Ne, was war das? Ich glaube, warte mal, wir setzen mal Huey auf die Trockenheit und dann... Nein, Huey, nicht da! Nicht da! Hier rauf! Genau. So. Feuer besteht aus Feuer und Trockenheit, irgendwie sowas. Aus Erde und Feuer, guck mal, so, das haben wir jetzt gelöst. Und was hatten wir noch? Wir hatten irgendwas anderes noch. Kein Plan, ich guck mal nochmal rauf. Ist die Flamme gerade wieder angegangen? Ich schätze, ich muss das mit einem Mal machen. Der Feuer setzt sich grundsätzlich zusammen aus... Ach so, Hitze war das. Ja, Hitze und Trockenheit. Luft unterscheidet sich nur vom Feuer dadurch, dass sie aus Feuchtigkeit gebildet wurde. Im Zweifel sind sowohl Erde als auch Feuer im Besitz der Trockenheit. Unterscheidet sich von der Luft. Okay, gut. Wenn wir das alles mit einem Mal machen müssen, dann sollte das irgendwie machbar sein, dass wir Huey hier raufsetzen. Ich weiß nicht, ob er drauf ist. Ich glaube, er ist drauf. Okay, gut. So, dann haben wir das hier. Und gehen dann... Was ist denn, wenn ich dich jetzt hier rüber lotse? Was war das gerade? Ich glaube, ich gehe das falsch an, oder? Warte mal. Ich setze dich mal hier rauf. Das ist ja... Die richtige... Die Kombo habe ich ja drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kombo als erstes machen sollte. Ob ich mich als erstes der Hitze widmen sollte. Hitze. Zack. Und dann... Komm mal her. Machen wir Wind. Wegen der Feuchtigkeit. Nein, Huey... Oder ist es zeitgesteuert? Geh mal. Geh mal hier rauf. Oder so. Aber jetzt haben wir noch das da unten, hä? Was ist das denn? Ups! Nee! Okay, also das hier, das. So, okay. Und das da? Nein. Ach komm. Es ist doch... Ich kann es mir halt nur wieder nicht merken. Es ist auf jeden Fall nicht schwer. So, also Hitze und Trockenheit ist Feuer. Okay, gut. Wisst ihr was? Leckt mich am Arsch. Ich schreibe mir das jetzt auf. So, dann könnt ihr mich alle mal. Jetzt reicht's. Jetzt wird aufgeschrieben. Hitze und Trocken Rot. So. Luft unterscheidet sich nur vom Feuer dadurch, dass sie aus Feuchtigkeit gebildet wird. Luft oder dass sie aus Feuchtigkeit gebildet wird. Muss ich mir das merken? Ohne Zweifel sind sowohl Erde als auch Feuer im Besitz der Trockenheit. Ja, Wasser unterscheidet sich von der Luft in der Tatsache, dass es keine Wärme enthält. Okay. Kälte ist der Bestandteil, der Feuer von Erde unterscheidet. Und das ist die Trockenheit, die die gleiche Erde vom Wasser trennt. Es ist irgendwie so, du musst alles irgendwie erschaffen, ohne dass sich die Elemente in die Quere kommen, ne? Ach, fuck off. So. Wir machen das jetzt irgendwie schon, wir kriegen das hin. So, wir haben jetzt irgendwas ausgemacht. Wir haben Feuer und Wasser miteinander kombiniert. Okay. Und wenn ich jetzt... Huey... Schön, dass es hier auch leckt.
jetzt Huey bitte hier rauf. Come on. Komm hier. So, okay. Und jetzt gehe ich darauf. Beziehungsweise ich bitte geh hier rauf, ohne auf das Wind zu. Auf das Windelement zu treten. Come on. Bitte. Trete nicht auf das Windelement. Trete nicht auf das. Du Hurensohn. Alter. Okay, warte, warte. So. Okay. Du trittst doch wieder. Ja, der Hund. Der Hund, Alter. Ne? Der Hund. So. So. Nein, nein, Hund. Nein, du machst alles kaputt. Okay, bleib da drauf. So. Und dann so. Und dann. Nein. Huey. Geh jetzt hier rauf. Geh jetzt bitte nicht aufs Windelement. Nein, 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 der Leck. Der Leck. Der Leck. So. Geh jetzt hier rauf. Ich glaube, du bist drauf. Dann mache ich jetzt nämlich Feuer. So, okay. Und die Frage ist, was fehlt denn jetzt? Die Feuchtigkeit? Die Feuchtigkeit haben wir. Das Wind. Wind fehlt. Wind unterscheidet sich von Feuer dadurch, dass es keine... Nee, Wind besitzt keine Hitze, oder? Das heißt... Huey muss von der Hitze runter. Ich glaube, dann geht's. Huey. Geh mal da runter. Nein, 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 nein. Okay, er hat's nicht kaputt gemacht. Wo setze ich ihn denn jetzt rauf? Ich würde erstmal aufs Windelement latschen und dann... Stell dich mal auf die... Ach, jetzt passiert ja gerade nichts. Vielleicht habe ich es auch schon gemacht. Wir haben Hitze. Ohne Zweifel, so wurde er als Feuer im Besitz der Trockenheit. Wasser unterscheidet sich von der Luft in der Tatsache, dass es keine Wärme enthält. Wasser, Luft. Wasser unter... Was suchen wir nochmal? Wir unter Luft... Kälte ist der Bestandteil der Feuer- und Erdenunterscheidung. Und das ist die Trockenheit, die gleiche Erde vom... Ah, leck mich doch alle am Arsch. Ich glaube, ich bin gerade wieder zu blöd. Also ich würde alles einsetzen, außer Feuer. Stell dich mal hier rauf. Wir haben das ja irgendwie schon mal gemacht, ha? Nein, hier... Ja, der Hund! Der Hund! Stell dich jetzt hier rauf. Sit. Jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. So. Erde, Luft. Grün, ich schreibe mir das jetzt auf. Grün. Nein, ich schreibe. Das hat doch keinen Sinn. Das ist doch. Nee. Wir haben das jetzt. So. Und dann haben wir das. Okay. So. Und dann kombinieren wir noch. Come on. Das da. Das ist die Feuchtigkeit. Wind und Wasser ist die Feuchtigkeit. Aber was war das Letzte? Das ist ja so das Problem. Was habe ich denn noch nicht gemacht? Ich habe das mit dem kombiniert. Wasser mit Feuer? Come on. Ich glaube, das haben wir noch nicht kombiniert. Nein, hier... Alter, dieser Hund. Dieser Hund. Geh jetzt aufs Blaue. Geh auf das Blaue. Nein, geh auf das Blaue. Er kann's nicht. Er kriegt's einfach. Nein, nicht auf die Erde! Du Mistgeburt, Alter. Okay. Geht doch. Ja. Mann!
Yay! Ja, Mann, oh Mann, ich hatte das alles gar nicht so, so hart in Erinnerung, aber naja. Der Lag, der Hund, meine mangelnde Kombinationsgabe, zu viele Hindernisse. Ja. Okay. Naja. Tut mir leid, dass ich dich Missgeburt genannt habe. Ich habe jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich das gesagt habe. Es tut mir so leid, aber man hat es ja gesehen. Ja, der Venus-Schlüssel. Diesen abgefuckten Schlüssel da, den wir da hinten brauchen, den haben wir jetzt endlich, ey. Meine Fresse. Gut. Dann lass uns jetzt mal auf jeden Fall speichern gehen. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ja, okay. Oh oh. Ich glaube, die ist hier wieder irgendwo. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht in falsche Richtung. Ne? Gut. Tut so. Für den Moment. Nicht, dass ich mitten beim Speichern interveniert werde. Das war eine Geburt, Und es war weder Junge noch Mädchen, was da rausgekommen ist. Gut. Dann... Oh nein, ja! Diese Lumnis-Handen, ey, was ist das? Wow! So. Ja, dann... Kann ich jetzt auch... Kann ich mich jetzt auch um... Diese... Um das kümmern, was die werte Hand da will. Nämlich... Etwas zu essen. Venus-Schlüssel. Yay. Klingt immer so, als würde sie eine Münze einwerfen. Ja. Und zwar... Ach so, Zwischensequenz, okay. Ja, das ist die nervige kleine... Ich habe, glaube ich, eine Memo gekriegt. Der Raum an der anderen Seite scheint ein... Nee, doch nicht. Habe ich mir eingebildet. Das ist die nervige kleine Pflanze, die wir brauchen. Ich denke, das kann mir jetzt nicht wehtun. Ab jetzt werde ich mich vor Pflanzen hüten. Doch nicht. Irgendwo müssen wir uns eine frische kleine nervige Pflanze holen. Ist schätzungsweise eine gute Möglichkeit, um seinen Kindern das Gemüseessen abzutrainieren. Denn wer sowas auf den Tisch kriegt, der, ich glaube, der fängt dann an, von seiner Veganität abzulassen. Üppige Blüten sprießen aus dem Beet. War das hier? Nee, oder? Gelbe Mandragoran. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, gibt es hier verschiedene Fake-Pflanzen? Nee, das ist unser kleiner Quergeist. Das Problem an dem Spasti ist, dass, ja... Hab ich gerade Daniela gehört? Fuck, ja. Ich hab ihre... Alter, Fiona. Fuck. Ich hab ihre Schritte gehört. Ja, das Problem an dem nervigen Spasti ist, dass... Er, dass er uns Panik verschafft. Weil klar, wer will schon sowas mit sich mittragen, ne? Ich kann jetzt mal Lavendel nehmen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt was bringt. So ein bisschen, ja doch. Hör auf. Du verschreckst mein Gemüse. Dass das Ding dann auch noch schlecht wird, wie die Blümchen für die Mädchen.
Wo waren das? 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 Ich kann gar nicht denken. Ich kann gar nicht denken. Ich bin irgendwie. Ich habe gerade mit dem Ding auf den Boden gehauen. Dadurch kriegen wir auch Panik. Ich kann gerade nicht nachdenken. Ich kann mich echt gerade nicht konzentrieren wegen der Eulen. Wo war denn das jetzt? Muss gerade echt passen. Ich weiß, da ging es ja irgendwo. Bist du gehockt? Nee. Irgendwo ging es darüber. Wo war denn das? Ich glaube, das war irgendwie auf dem Rückweg. Nee. Gott, ich hab's vergessen! Wo war das? Reicht es? Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Das war ja irgendwie mehr oder weniger hilfreich, ha? Oh, nee. Das war ja eine Sackgasse. Sie kommt. Gut, kein Plan. Ich hock mich da mal hier hin. Oh nein, sie ist da, 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 sie ist da. Huey! Komm schon! Huey! Wo bist du denn lang gegangen, Junge? Kann ich mal wieder hier lang laufen? Gott, ich hab's wirklich vergessen! Ah, ne. Ich hab dieses Areal auch nicht so groß und verwurzelt im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal einfach Glück hatte oder so. Aber das ist ja schon heftig. Mann. Also es ist jetzt nicht negativ, oder also es überrascht mich nur, wie wenig ich mir dann doch davon gemerkt habe. Oder war das hier? Es könnte sein. Ich glaube, das war's, oder? Ja, 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 okay. Ugh, dann lass uns mal endlich diese fucking Pflanze loswerden. Ach, die Tür zu, ganz ehrlich. So viel Zeit muss sein. Gott, ey. Bin ja richtig, richtig angeschlagen. So. Friss. Oh nein! Oh nein! Ich dachte, ich habe einfach nur Glück gehabt. Nein, man musste ihm tatsächlich die richtige Sorte geben, Alter. Aber ja, klang schon heftig, ne? Stellt euch mal vor, euer Gemüse würde so schreien, wenn ihr reinbeißt. Ich schwöre, ihr würdet kein Gemüse mehr essen, wenn ihr überhaupt Gemüse isst. Ja, da könnte ich ja, vielleicht mal auch kurz drüber reden, während wir da jetzt wieder langlaufen. Ernährungsexperten und Co. Die möchte gern spaßig. Die sagen ja immer, ess viel Gemüse und ess viel davon und am besten 2-3 Liter am Tag. Dann gibt es aber tatsächlich einzelne Ernährungsexperten, Wissenschaftler, die auch tatsächlich meine Meinung teilen. Also ich habe es schon gesagt, bevor ich von jenen wusste. Aber sprich, wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt ihr jenen vielleicht, dass es nun mal so ist, dass der Mensch, ja, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat Lieblingsgetränke, Lieblingssorten, hat ja auch gewisse Unverträglichkeiten. Es gibt ja dann Leute, die haben eine Laktoseintoleranz und Co. Also das heißt ja eigentlich auch, man soll viel Milch trinken und so, ne? Aber es gibt halt Leute, die können das halt nicht trinken, weil sie da allergisch dagegen sind. Also was willst du das? Da hätte ich da gerne, sage ich mal, ein Gegenargument.
Und ich laufe gerade übrigens falsch. Herzlichen Glückwunsch. Wo war denn jetzt eigentlich diese Stelle, wo ich trinken konnte? Jedenfalls, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ob ihr euch daran haltet, was die Leute da immer so im Fernsehen sagen. Aber ihr solltet wirklich das... Die Musik ist schon wieder weg. Ihr könnt kotzen, ey. Ihr solltet auf jeden Fall das essen und trinken, was euer Körper haben will. Euer Körper ist individuell. Er ist nicht so wie meine oder wie andere programmiert. Der Körper weiß, was er will und was er braucht. Sprich, wenn ihr wirklich Heißhunger auf Schokolade habt, dann esst wirklich Schokolade. Die Ernährungsexperten stellen sich ja dann immer hin und sagen, Moment, lass es mal wieder überlegen. Ja, da muss ich lang. Die Ernährungsexperten stellen sich ja dann immer hin und sagen, ja, aber wenn man da erstmal anfängt mit Schokolade, dann hört man nicht auf. Das ist falsch. Man isst so lange, bis der Heißhunger weg ist. Wenn man natürlich, sag ich mal, seit 20 Jahren Heißhunger auf Schokolade hat und man das seinem Körper immer wieder verboten hat, dann wird man natürlich dann erstmal viel essen. Aber wirklich, wenn der Körper euch sagt, esst Schokolade, dann esst Schokolade und der Körper wird euch irgendwann auch dann... da kann ich ja im Grunde nur die Sorten ausprobieren. Oder gibt es da jetzt irgendeinen krassen Indikator? Ich weiß nicht, ob das Try and Error ist. Also es wird schon immer die richtige, dieselbe... Da geht's gar nicht lang. Ja, lul. Es wird schon immer dieselbe Pflanzensorte sein. Ich weiß jetzt nur nicht welche. Scheiße, da ist sie wieder. Ach komm, das ist doch alles hier für den Arsch. Ich möchte nicht die Todesanimation hören. Also nicht so. Das ist mir zu doof. So, wo ist denn der Hund eigentlich schon wieder? Wahrscheinlich hat sie ihn ausgesperrt. Ne, also, Beispiel. Ich höre schon von Beginn an auf meinen Körper. Und es gibt dann wirklich mal so Phasen, wo ich Bock auf Schokolade habe. Und dann esse ich eine Tafel. Und dann, dadurch, dass ich meinem Körper sofort das gebe, was er will, hört er dann auch direkt auf. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag 8 Tafeln Schokolade oder so esse. Das wird ja dann von den Ernährungsexperten mal behauptet, dass man nicht aufhört. Nö, ich esse dann... Oder Chips, genauso. Ich habe einmal im Jahr... dann Bock auf Chips und dann esse ich 2-3 Tüten in 2-3 Tagen und dann esse ich wieder ein halbes Jahr lang keine Chips, ja. Deswegen, also falls ihr da so auf dem Trichter seid von wegen, jo, ich höre auf das, was andere sagen, das ist auf jeden Fall falsch, ja. Es wurde ja dann behauptet, dass... Moment, ich habe die Pflanze noch, ne? Ich kann mir den Weg nicht merken. Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Sie ist schon wieder da. Ja, man wird von Schokolade dick, aber... Also, man soll keine Süßigkeiten essen. Und weil man von Süßigkeiten dick wird. Aber man wird ja nur dick... von... Süßigkeiten, weil man... weil dieser Drang... den dein Körper aussendet, den unterdrückt man ja. Also wenn ihr quasi 5 Jahre lang Bock auf Süßigkeiten habt, aber 5 Jahre lang darauf verzichtet, weil ihr auf andere Leute hört, dann, versteht ihr, dann ist dann natürlich, da muss der Körper was nachholen. Und klar wird man dann quasi fett, weil man muss ja 5 Jahre nachholen, sage ich mal. Aber wenn man wirklich darauf hört, ich schwöre euch, wenn ihr Bock auf Schokolade habt, ihr werdet nicht 8 Tafeln Schokolade essen. Ihr werdet nur so viel essen, wie der Körper braucht. Wenn ihr euch daran haltet, dann geht's euch auch gut. Und so ist es auch mit dem Gemüse. Wenn ihr keinen Bock auf Gemüse habt, dann esst, dann macht's keinen Sinn. Wenn ihr Bock auf Fleisch habt, auf ungesundes Zeug und so, dann macht das, ne? Hört auf euren Körper und dann geht's euch auch gut. Jo. Ersatz. Können wir dann jetzt hier vielleicht mal irgendwie... What? Wieso klappt es mit dem Spiegel nicht? Ach komm, ich werde sterben. Ach, das ist so doof. Das ist so doof. Oh, ich bin tot. Ja, da haben wir es jetzt auch mal gehört. Huh?
Ah. Ja, die ersten Sekunden hören sich gar nicht mal so schlecht an. Also ich glaube, sie hat Spaß an dem, bei dem, was sie tut. Ja, sorry, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich kann mir den Weg auch natürlich nie wirklich, wirklich einprägen, weil ich ständig die ganze Zeit von der dämlichen Truller verfolgt werde. Ich finde, ich habe unglaublich viel Pech bei diesem Let's Play. Aber naja, ja, in der nächsten Folge werden wir dann schätzungsweise mal die, die anderen Pflanzensorten ausprobieren. Ich hoffe, dass ich das Thema richtig wiedergegeben habe. Ich sag's jetzt hier sicher jetzt aber nochmal, esst das, auf was ihr Lust habt, und ihr werdet sehen, der Körper reguliert sich. Der Körper wird euch, wenn es, das ist wie bei Rollenspielen. Wenn es euch an Mana-Tränken fehlt, dann holt ihr Mana-Tränke, und wenn ihr genug Mana-Tränke habt, kriegt ihr wieder einen anderen Auftrag. Ja. Also, wie gesagt, ich hab's nicht studiert und so. Ich gehe einfach logisch an die Sache ran. Und wieso, das sieht hier gerade irgendwie ein bisschen heller aus als im eigentlichen Spiel, hä? Ja, aber ich finde, man muss dafür nicht Ernährung studiert haben oder so. Man muss kein offizieller Ernährungsexperte sein. Genauso wie bei der Psychologie. Das ist alles Erfahrung, Lebenserfahrung, Menschenkenntnis. Wenn man bewusst mit offenen Augen durchs Leben geht und auch sein Hirn einsetzt, dann funktioniert das auch. Das ist der Grund, meine Damen und Herren, wieso ich jetzt hier gescheitert bin. weil ich in anderen Sachen kompetent bin, aber orientierungstastisch kriege ich es einfach nicht hin. Aber hey, dafür konnte ich euch Ernährungstipps geben, falls ihr noch keine Tipps in der Sicht euch geholt habt, ja. Ansonsten, falls noch Fragen sind, schreibt's runter. Ich reiche es dann nach, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.